Nadja Abdel-Farag bereichert heute Abend das Oldenburger Nachtleben. Ja, und das kommt nun wirklich nicht alle Tage vor. Deswegen herzlich willkommen in Oldenburg, Nadja. Ja, danke schön. Wobei ich bei dir davon ausgehe, dass du nicht das erste Mal in Oldenburg bist, oder? Genau, darauf habe ich gewartet, auf diese Frage, weil ich war schon sehr, sehr oft, schon lange her, aber sehr oft war ich hier in Oldenburg. Was sind deine Erinnerungen so an Oldenburg? Ja, natürlich, weil von Herrn Bohlen, die Eltern, die sind eben halt, ja, die leben hier in Oldenburg. Und ich war, also der Christkindlmarkt, also der Weihnachtsmarkt ist super hier. Also ich kenne so viele Weihnachtsmärkte oder Christkindlmärkte, aber der ist hier in Oldenburg sensationell. Also der ist schon wahnsinnig. Und auf dem warst du auch mit Herrn Bohlen? Ja, na, da war ich mit der Familie, also all together. Wir waren also immer in Familie unterwegs und war richtig schön und ja, sehr voll und sehr amüsant. Und auch ein bisschen stressig, aber anyway. Als wir in der Redaktion von deinem Besuch gehört haben, hat meine Kollegin gesagt, also die mag das eigentlich gar nicht so gern, wenn sie Nadel genannt wird. Da muss ich sagen, da sind wir Leidensgenossinnen. Ich heiße nämlich auch Nadja. Und wenn ich mal Nadel genannt werde, schauen mich die Leute immer ganz direkt an und warten darauf, ob ich vielleicht irgendwie gereizt oder aggressiv reagiere. Aber traut sich das irgend noch jemand, dich selten, so zu nennen? Ganz selten. Also das war jetzt, also seitdem, ich habe ja mal fast 10 Jahre in Österreich gelebt, also seit 3 oder 4 Monaten lebe ich ja wieder in Hamburg und ist ganz selten, wenn mich jemand Nadel nennt. Die meisten nenne ich immer Nadi oder Nadia oder, aber keiner nennt mich mehr, das sind immer so von früher eben halt die Leute, die nämlich Nadel. Du bist ja heute Abend hier der Stargast. Du kommst hier rein, siehst toll aus, alle drehen sich nach dir um, hängen an deinem Rock. Durchgefroren, -4 Grad. Oh, aber trotzdem. Man fragt sich, wie bewältigt so eine Frau eigentlich ihren Alltag? Also sieht man nicht auch mal im Supermarkt Taschentücher kaufen? Ja, absolut. Also jetzt in der letzten Zeit, weil ich bin total verkühlt, also erkältet. Verkühlt, ich muss immer wieder Deutsch reden. Das ist... ich muss mich erstmal an diese Temperaturen hier gewöhnen, weil ich meine, im Süden, ich habe ja an der italienischen Grenze gelebt und gewohnt, da hat man diese trockene Kälte. Hier ist es ja alles immer feucht. Obwohl vor einer Woche sah es ja auch noch anders aus. Ja, ne? Genau. Es ist ja, aber trotzdem, das ist immer nur für eine Woche und dann ist es wieder brutal umgekehrt. Es ist extrem hier. Und was soll ich sagen? Also man gewöhnt sich Step by Step dran und ich fühle mich auf jeden Fall in Hamburg oder in Norddeutschland wohler als in Österreich. Da bin ich doch zu sehr deutsch. Ja, ich brauche dieses norddeutsche Feeling. Und das Erste, wo ich hier ankam, da habe ich mir Milchreis mit Zimt und Zucker bestellt und mein Krabbensalat. Das gibt es. Es gibt zwar die Nordsee, die gibt es auch in Wien und überall, aber es schmeckt nicht so. Wenn du so zurückdenkst in deiner Vergangenheit, als du Piep moderiert hast, als du Dieter Bohlens Freundin warst, gibt es irgendwas, was du bereust, was du jetzt aus heutiger Sicht gar nicht mehr nachvollziehen kannst? Oh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Keine Ahnung. Vieles habe ich bereut, aber im Nachhinein, es sind ja nun auch ein paar Jahre, ist es alles schon, ich glaube, wir sind 12 Jahre auseinander. Es gab schöne Zeiten, wir sind viel gereist, ich habe die halbe Welt erlebt, aber die andere, die möchte ich nicht nochmal erleben. Die andere Phase. So. Hast du alles hinter dir gelassen und bist gut gelaunt? Ja, natürlich. Ja, genau. Jeder lebt ja sein Leben weiter. Ab und zu schalte ich mal einen Fernseher rein. Ich finde das immer toll, was er macht. Okay, jeder hat ja seine eigene Meinung, aber das, was er macht, das ist okay. Er beschimpft die kleinen Mädels nicht mehr so wie am Anfang. Und er lässt mich in Ruhe und ich lasse ihn auch in Ruhe. Das passt. Also, wir begrüßen eine zufriedene Nadja Abdel-Farag heute in Oldenburg. Ich wünsche dir viel Spaß hier. Ja, danke schön und ebenfalls. Servus.